Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr Spachtel anrühren könnt und ihn verwenden könnt. Dies ist ein zweikomponentiger Polyester-Metallspachtel als Mischung eines mittelelastischen, hochreaktiven Amino-vorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen umweltfreundlichen Füllstoffen und Aluminium. Pigmenten. Einsetzbar als Füllspachtel für den Kfz-Reparaturbereich, Maschinenbau und für Hobbyarbeiten. Überall da, wo eine großflächige Verzierbarkeit erfordert ist. Untergründe wie Metall, Holz, verschiedene Kunststoffe oder Beton lassen sich mühelos in der benötigten Schichtstärke bespachteln. Löcher werden aufgefüllt und ausgeglichen. Dünne Stellen werden stabilisiert. Einfache Verarbeitung, hohe Elastizität. Und wie ihr seht, muss man nicht mal Spezialzeug haben. Denn es ist alles schon enthalten. Wir haben den Hauptbestandteil in der Dose. Wir haben eine Mischhilfe auf der Dosenoberseite oder im Deckel drin. Und wir haben den Härter in einer separaten Tube. Als allererstes müssen wir jetzt natürlich alles vorbereiten. Wir haben also den im Dosendeckel befindlichen Spachtel, haben wir schon rausgetrennt. Nun müssen wir die Dose öffnen. Dafür gibt es so kleine, aber feine Aussparungen, wo ihr einen kleinen Schraubendreher reinschieben könnt, um dann den Dosendeckel aufzuheben. Dort ist nun der oder die Hauptkomponente des Aluminiumspachtels. So, also jetzt mal richtig schön durchmischen die Suppe. Grundsätzlich ist bei der Härterwahl ausreichend, den Doseninhalt und des Spachtels zu nutzen. Oft wird aber weniger Spachtelmasse benötigt. Also entweder man mischt es wirklich dann selber an, das heißt in der Regel 1-4% Härter zugegeben und die optimale Mischung beträgt 2,5%, aber ich finde, das ist sehr, sehr kryptisch auszurechnen. Deshalb gibt es oder ist der Dosendeckel dafür da, um euch ein super Mischverhältnis vorzugeben. Das heißt also erstmal den Härter in die kleine Bucht hinein. Der Härter ist in der Tube drin. Der Härter sollte jetzt noch nicht mit der Hauptflüssigkeit in Verbindung kommen. Nun nutzt ihr einen Spachtel, entweder den mitgelieferten, aber ich habe hier einen Holzspachtel benutzt, das ist ein bisschen einfacher. Und ihr füllt jetzt in der Mitte den befindlichen Aussparungsort, um dort den Spachtel richtig plan einzubringen. Dann habt ihr nämlich die richtige Mischungsverhältnis, welches ihr benötigt. Und das ist auch gut so, weil dann wisst ihr, dass der Härter hart wird und nicht zu schnell hart wird, aber auch nicht zu langsam. So ist superb. So, in dieser Dosierungskappe werden 100 Gramm Harz hergestellt. Und das reicht wirklich für eine ganze Weile aus, weil ihr macht ja wirklich nur einen kleinen Teil der Spachtelung aus. Ihr werdet ja nicht komplette Teile damit riesig groß spachteln, ansonsten müsst ihr halt nachproduzieren. Aber das ist alles möglich. Außerdem, wenn ihr mehr macht, dann könnte es sein, dass es schneller härtet und ihr kommt gar nicht durch mit der Arbeit. Also macht mal 100 Gramm jedes Mal. Das ist eine gute Sache. So, mit dem Rührspachtel nimmt man jetzt den roten Härter aus der Mulde und bringt ihn in den Spachtel ein, also in die Spachtelmasse. Der Härter muss richtig eingerührt werden, damit eine vollständige Aushärtung der Spachtelmasse gewährleistet wird. Man erkennt die gute Durchmischung, wenn keine farblichen Schlieren mehr im Spachtel selber zu sehen sind. Das ist nach etwa 20 Sekunden der Fall. Anschließend verliert der Härter seine Farbe, sodass der durchmischte und dann auch ausgehärtete Spachtel die gleiche Farbe behält wie ursprünglich in der Dose. Nun kann er verarbeitet werden. Die optimale Umgebungstemperatur ist 20 Grad Celsius. Nach ca. 20 bis 30 Minuten Trockenzeit solltet ihr fertig sein und dann kann auch geschliffen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.